Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Gameplay von Arizona Sunshine 2. Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Und ja, ihr seht hier jetzt als kleine Info Kapitel 2 von Arizona Sunshine 2. In der PC-VR-Version mit der Pico 4 via Virtual Desktop. Und ich verweise euch jetzt erstmal an das andere Video, was ich schon aufgenommen habe. Und zwar ist das mit der Quest 3 aufgenommen worden via Screencast. Und das zeigt Kapitel 1. Und dann könnt ihr euch die Story anschauen, könnt auch Vergleiche ziehen, Quest 3 PC-VR-Gameplay und habt auch nochmal einen wirklichen Story-Fortschritt und seht nicht immer das gleiche Gameplay. Das ist für die meisten Leute dann auch langweilig. Und ja, so habe ich mir das gedacht, passt es eigentlich am besten. Dass die Leute dann auch mal zwei Welten sehen. Ich hätte jetzt auch PSVR 2 nehmen können, aber PC-VR war für mich jetzt auch einfacher aufzunehmen. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ich werde die Links unten in die Beschreibung packen, in die Infobox, in die Outro-Box. Und ja, schaut euch erstmal das erste Video an, Teil 1. Und da erzähle ich auch ein bisschen was mehr zu den verschiedenen Versionen von Arizona Sunshine 2, zu den Links, die ich noch dazu füge, die Referral-Links, wo ihr dann auch nochmal einen Rabatt habt. Also schaut euch das Video zuerst an und dann das hier. Also ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei Teil 2 oder Kapitel 2. Tschüss! Okay Leute, hier sind wir. Hier geht's weiter, genau an der Stelle. Und ja, ich bin gespannt, was uns jetzt noch erwartet. Ich spiele jetzt mit der Pico 4 über Virtual Desktop, also wir spielen die PC-VR-Version und ja, die Quest 3 ist leer, deshalb muss ich jetzt auf die Pico ausweichen und ich kann direkt sagen, die Pico 4 hat einen schlechteren Schwarzwert, das kann ich direkt sagen. So, gehen wir mal rein. Na, guck mal hier, hier sind wieder Kippen. Das gab es auch bei der Standalone-Quest-Version nicht. Okay. Wir schauen uns erstmal um. Munitionieren wir uns mal auf. Also ihr werdet hier immer wieder ein paar Sachen sehen, die es in der Standalone-Version halt nicht gibt. So weird. My mom had these exact glasses. She's probably on a desert island somewhere, she's not on my time. I'm oblivious to the whole thing. Right, buddy? Okay. Boah, überall. Der macht, der Hund macht auch mal Geräusche. Das ist ein bisschen nervend. Das lenkt mich ab. Die Sicht ist hier nicht so gut. Also Beleuchtungseffekte sind hier ein bisschen besser. Wir haben Staubpartikel in der Luft. Die haben wir in der Quest-Version nicht. Und wenn ich jetzt hier gleich durchgehe, bimmelt das bestimmt. Das war klar. Das war klar. Get him, boy. Gut, dass wir die Axt gefunden haben. Junge, jetzt geht's aber ab. Okay, die paar schaffen wir auch noch. Wird nicht besser. Oh, who's a good boy? Bite him. Dann hol ich mir. Get him.
buddy. There's a good boy. Good boy. Wie geil ist das denn? Good dog. Ah, it was pretty foul. Nice. Okay. Jetzt können wir noch mal kurz hier gucken, dass wir Munition finden. Die wir eventuell eben nicht mehr nehmen konnten. Nichts drin, okay. Guck mal, da hätte ich, nee, da hätte ich nicht lang gehen können. Hatte ich hier eben noch Munition, die ich nicht aufnehmen konnte? Okay, wäre unfair, wenn das jetzt zweimal passiert. Da ist noch Munition, kann ich nicht aufnehmen, leer. Da. Ganz wichtig. Da war nichts drin. Ich vermisse, dass ich die Taschenlampe selber anmachen kann. Das vermisse ich in dem Spiel. Haben wenigstens ein bisschen Munition noch gefunden. Oh. Right there. Go get it, boy. Oh, guckt euch das da mal an. Das ist heftig. Thinking, it's so weird what being alone does to you. Like I miss smelling. Da gehen wir mal kurz lang. Aber ich guck jetzt noch mal hier runter. You're lucky. You're so lucky, buddy. Living with that chopper pilot. Haben sie gut gemacht, muss man sagen. Okay, da kann man nichts machen. Das ist auch nichts, was der uns holen kann, weil der kann uns ja auch Sachen holen. Get it. Guck, so einen Arm kann er uns auch holen. Oh, wird bei die Wand. So, weiter. Nicht ablenken lassen jetzt hier. Füttern. I don't think I could have handled being alone. Ja, also der kann auch essen, das ist cool. So, wir müssen in den Aufzug. Und wie immer muss ich sagen, ich hasse in VR-Aufzüge. Okay, wir müssen runter. Wir schaffen das. Auch die Texturen hier, die einzelnen Haare sehen viel besser aus von dem Hund jetzt. Komm mal hier lang. Hier hoch irgendwo, ne? You're not using that axe, are you, Fred? Ah, sonst noch. Okay, eine Machete haben wir noch. Das ist gut, das ist gut. Machete und jetzt nur so eine Axt. Yeah, that's probably unbreakable glass, right, buddy? Yeah. Ich will jetzt aber hier keinen Sound machen. Ich weiß nicht, was dann abgeht, wenn ich jetzt rumballer. Fred. Stick him, boy. Komm, hol dir.
Wir gehen jetzt erstmal rum und looten ein bisschen. Who is a good little dog? Okay. Das ist echt kopflos. Jetzt schauen wir uns mal die Texturen. Von dem hier an. Das sieht, die Haut sieht viel echter aus. Also, ist hier mal im Hellen. Ist momentan ziemlich dunkel. Schauen wir uns dann später nochmal an, wenn es ein bisschen heller ist. Aber da sieht man schon einen Riesenunterschied zur Standalone-Version. Oh, guck euch das mal an, ja. Okay, cool. Okay, go! Nice. Okay. Go get him, buddy! Richtig schön leise sein. Da muss ich sagen, das sieht mit der Pico im Dunkeln nicht so gut aus. Das sieht mit der Quest viel, viel besser aus. Good dog, buddy. Der ist schon eine große Hilfe, der Hund. Man kann hier in Ruhe looten. Der hält so ein bisschen. Aber auch cool, wie leise der jetzt ist hier. Gibt's so mega zum Looten gibt's jetzt nichts, ne? Buddy, go get him. Das ist geil, Fred wieder so eingeblendet wird. Good boy. Ach, guck mal. Cool, alright. Finders keepers. Revolver ist nicht schlecht. I wear my sunglasses at night. Get him, buddy, boy. Go get him. Okay, gehen wir mal weiter. Take a look. Best boy. Okay. It's gotta be this way. Also zum Looten war die Runde ganz gut, ansonsten. Okay, aber wo geht's jetzt lang? Okay. On you go. Ah. Could you be any more squeaky? So. Bisschen abgesichert hier. Ich hoffe, dass wir irgendwann auch noch mal ins Helle kommen. That's gotta be the exit. Okay, wäre schlecht. We made it. Home free. Frankly, it was too easy. Basically completely unchallenging. Six! Run, buddy! Run!
Shit. And there goes that unbreakable glass. We gotta go, buddy. Let's get out of here. Oh Gott. Nein! Ich hätte vorher gucken müssen, wie der Colt geladen wird. Mist. Okay. Ich sollte mir die Uzi schnappen. Aber wie wird er geladen? Ach. Ja, habe ich doch eben versucht, aber ging nicht, ne? Egal, damit kommen wir, glaube ich, weiter. Okay, nochmal. Ich komm. I hope you know where you're going, buddy. Ich drehe mich gar nicht um. Der Hund ist aber gechillt. They just keep coming. Sewer. Oh, save me, Ninja Turtles. Boah, der rennt aber auch langsam, du. Shit! Gotta get over there. Oh my gosh, that was some madcap shit. Das war schon spannend. You saved my ass back there. We gotta be careful, buddy. People are shaped by their environment. So, if we spend too much time in sewers, we are gonna become Beine, boy. Jo, Badges. Jo. You're a good dog. Du bist ein ganz feiner. So. Gucken wir uns mal hier um. Also alles cool gemacht, dass sie hier den Hund mit haben. Ich finde, das lockert das Ganze so ein bisschen noch auf. Stay close to me. Bye. Come on. Okay. Okay, this should bring us out on the south side of 43rd, about a couple miles from the gas station. I think. Können wir mal wieder langsam nach oben kommen? Watch your step, bud. There's a whole alphabet of hepatitis down here. Da ist keine Leiter. Sick 'em, boy. Get him, buddy.
verschwende ich doch keine Munition für. Ah, der andere war mir lieber. Wir tauschen jetzt mal hier. Komm her. Finders Keepers. Over there! Nein, nein, nein. Ja, die will ich. Die will ich haben. Also bisher sehr gelungen, muss ich sagen. Gefällt mir. Oh je. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Dieser Riese, ja? Ja, Buddy. Wie kann ich denn jetzt hier lang gehen? Bulletproof Freddy, now I've seen everything. Get him. This ain't working. We gotta team up here, buddy. Get him, buddy. We gotta team up here, buddy. Oh. Cool. All right. So. Machen wir schon gleich alle auf hier. Oder auch nicht. Okay, wir müssen da lang. Kann man den noch rüberkippen? Ich teile mir alles mit meinem Kumpel. Oh, wo ist es? Aha. Na, Uzi haben wir doch schon. Okay, gehen wir weiter. So. Ganz kurz drehen. So. Splinter, is that you? Also ich muss sagen, man kann mit der Standalone Quest 3 Version auch genauso viel Spaß haben. Ah, hier und da sieht es halt ein bisschen schöner aus. Oh, you know it's wild, buddy. Every person I meet wants to rip my head off and eat my brains. Every single person, hundreds of them, thousands. And that's all because of just one person. One. Patient zero. Get him, boy. Who's my best boy, huh? Dass man die nicht trinken kann, oder mich. Wollen die vielleicht nichts verherrlichen? Damit kann man alle erledigen. For one of the cool crimes, though. I was in for fraud. Theft of charitable funds. No one was in fraud. Especially not the people they stole from. So, jetzt müssen wir uns entscheiden. Ich würde den Colt wegpacken.
die dafür nehmen. Dann würde ich die Uzi mal... Komm her. Over there, please. Mein Kleiner. So. Und dann packen wir uns die hier hin. Mega. Muss man wahrscheinlich öfters nachladen, aber... Take a seat, pal. Komm, hier. Way to go, buddy. So. Was haben wir denn sonst noch hier? Haftgranate? Eine Mine? Geil. Aber ich will einen Molly mitnehmen, auf jeden Fall. Das sieht noch echt gut aus. Machete ist weg. Okay. So. Mine ist nicht schlecht, ne? Nehmen wir uns mal so mit. Wer weiß, wann wir die brauchen. Bisschen umständlicher, aber... Okay, go! Okay. Also die ist schon ein bisschen besser, die Waffe. Ja, ein bisschen mehr Wumms. Also was ich nicht hoffe, dass das die ganze Zeit im Dunkeln spielt. Okay, hätten wir das gewusst. Aber... Alter, der Molotow war schon wichtig. Aber da hätten wir auch die... die andere Waffe, die Mine behalten müssen. Aber man weiß ja auch nicht vorher, wann so eine Szene jetzt kommt. Sorry, Buddy, aber die brauchte ich komplett selber. Toasted butt cheek. Du müsstest ein bisschen um den Rucksack haben, wo man ein bisschen mehr noch sammeln kann. Das wäre ganz cool. What a good dog. Ich muss gleich mal die Dings ausprobieren. Go fetch. Ja, komm, hol uns so ein kleines Dino. Was haben wir sonst noch? Oder haben wir alles? Who's my best boy? Das ist Munition, aber wir haben eh alles. Fetch. Was liegt da noch? Eigentlich nichts mehr, ne? Dann gehe ich jetzt mal hier hoch. Aber hier ist auch nichts, was man jetzt machen könnte. Okay. Okay, oh. Buddy, go! Ein lieber Kerl. Ein Buddy. Go bite him. So, jetzt
Who is a good little dog? Das ist doch auch nice. Kannst du mal irgendwo anders hin? So. Ach, man müsste mehr Platz haben für VR. Die Dicken, die sind echt hartnäckig. Exit sieht doch gut aus. Oh, endlich. I feel like we've been breathing pure methane the last half hour. Here, boy. Der ist schon draußen. Ja, hast du verdient. Good boy. Hast du dir verdient. So. Haben wir hier noch Schränke? Toasted butt cheek. Okay, hier ist nichts mehr. Da auch nichts mehr. So, und jetzt könnt ihr das sehen, was ich im Quest-Video schon gesagt habe. Hier, der Himmel, der bewegt sich auch. Das ist schon der Unterschied, der große, ne? Na komm. Stick 'em, boy. Also die, ne Deagle ist da, glaube ich, ne? Also die kann schon was. So, jetzt mal hier ein bisschen rumlaufen und looten, ne? Wenn man dann irgendwas verpasst, da kann man ja nichts machen, ne? Da auch nicht, okay. Ich dachte zuerst gerade, das wären irgendwelche Geschütztürme, aber es sind auch nur Lampen. Okay. After the morning we've had, I feel like we both deserve a nice cold chemical shower. So, also wir spielen jetzt noch bis zum nächsten Checkpoint und dann würde ich die Folge ja auch beenden. Sagt einfach, wenn ihr gerne komplett sehen wollt, aber ich denke, dass ich das auf jeden Fall komplett zeigen werde, das Game. Alright, buddy. Let's hope that bunch of Freddy's can't get in behind us. Let's find that gas station. Guckt nur nach seinem Auto. Ist mir aber egal. Go
get him, boy. Yep, that's the place, all right. Okay, den haben wir in den Kopf weggeschossen. Very good, buddy. Da oben ist auch noch irgendein Vieh. Sehen wir den von hier? Ah, nicht ganz. Ich dachte, ein sauberer Headshot. Aber das ist runtergefallen, oder? Ja. Get him, boy. Den mit Helm kriegt der. Das sieht schon alles echt cool aus. Schaut euch das mal an. Da brennt hinten was richtig heftig. Oh, hier eine kleine Arizona Sunshine Sightseeing Tour. Okay, der hat ein bisschen auseinandergenommen. Jetzt können wir uns auch mal genauer den Kopf anschauen. Und die Texturen und so. Guckt euch mal. Also, das ist schon ein Unterschied zur Quest-Version. Okay, der hat keine Chance. Er hatte nie eine Chance. Nice. Das ist... Come on, boy. Komm, Junge. Auf was wartest du? Och. Did you fart on me? Buddy, gross! Ah, guck mal. So, jetzt können wir den noch hier wegziehen. Hier ist die Gasstation. Okay. Granate. Ich glaube, das wird jetzt gleich heftig werden. Go get him, buddy. He's a good little dog. Wo kam der her? Uiuiui. Diese Waffe, die wird alles anlocken. So, schöne Headies. Ja, Buddy, ich brauche auch Nahrung. Ich glaube, der hat Hunger. Ein bisschen reingebackt. Aha. Nein, ich finde die besser. So, wie gesagt, bis zum nächsten Checkpoint und dann würde ich die Folge hier beenden. Haben ja schon einiges gezeigt jetzt auch. Aber es geht auf jeden Fall weiter. Go get him. Good dog, buddy. Okay, hier geht's nicht weiter, da kommen wir auch nicht rein. Du brauchst das nicht mehr, ne? Oh, schöne Maschine. Go
get him, boy. Na komm. Sucks to be you, Freddy. Eine Granate habe ich noch. Great, fantastic. Als ob die so schnell kaputt gehen würden. So, jetzt können wir uns hier nochmal. Hm. Der Hund kriegt die Wurst, das Wurstler. Ja. Na komm. Why don't you go ahead and take a seat? Ja. Ja. Na komm. Who's a good boy? That's a nice firm handshake you got there. Komm. So. Busting through a perfectly good fence? Freddy, that is offensive. Jesus Christ, I'm good. Die Granate war genau richtig. Nice. So. Okay, der Hammer. Keine Post. Yes, good dog. Da ist auch noch was. Ich meine, wenn man jetzt mehrere Slots hätte, dann wäre das auch ein bisschen OP, weil diese Molotow und die Granaten, die sind ja so stark, das ist ja Wahnsinn. That's the place, bud. Looks like it's on fire. Oi, oi, oi. Die kam von da, die habe ich gar nicht gesehen. Die sieht erschrocken aus. So. Ja, da gehört zu dir. Okay, hier geht's auch noch lang. Peace out, Fred. Okay, Checkpoint erreicht, Leute. Das heißt, wir beenden hier die Folge. Und ja, ich werde auf jeden Fall hier weiterspielen und es wird mit Sicherheit auch noch einen Koop-Gameplay geben. Ja. Wie gesagt, gerne eure Meinung nochmal da unter die Kommentare. Was sagt ihr zum Spiel bisher? Habt ihr euch es auch gekauft oder überlegt ihr noch, ob ihr es kaufen sollt? Und wenn, für welche Plattform? Quest, Pico, PC VR, PS VR. Also ja, wir sind aktuell gut aufgestellt. Alle Brillen unterstützen das Game hier und ja, so sollte es auch sein. Und ja, ich bin begeistert, besonders jetzt hier von der PC-VR-Version. Das gefällt mir richtig gut. Aber auch mit der Quest 3-Version kann man echt Spaß haben und so ein geiles Spiel hier genießen. Ihr seht jetzt auch hier ganz weiten da, wo man die Berge sieht. Das sind jetzt halt auch nur irgendwelche Bilder, ne? Wo wir jetzt drauf gucken. Da bewegt der Berg sich, sieht so aus, als der Berg sich ein bisschen bewegt. Aber es sollen wohl Wolken sein. Ja, Leute. Also von mir gibt es auf jeden Fall eine Kaufempfehlung bisher. Also ich liebe das. Hier mit dem Butkus ist richtig geil gemacht, dass der unser Kompagnon ist. Und man ist hier nicht alleine. Kann ihm Waffen auch geben, dass man nicht alles tragen muss. Also perfekt. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Like raus, Abo-Button nicht vergessen. Und ja, gerne mal kommentieren, was ihr zum Spiel sagt. Und ja, ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.